Grüß euch, Freunde im TWO-Werk in Floridsdorf. Ein paar kleine Tipps für den Einwinterungscheck für euer Motorrad. Ein paar kleine Schritte für die Einwinterung, was wir brauchen dann, in Wirklichkeit ist es nicht viel, ein Schraubenzieher für die Batterie zum Ausbauen und ein Luftmanometer, dass wir die Luft kontrollieren können und gegebenenfalls auch ein bisschen was einfüllen. Freunde, Wintercheck 1 beim Einwintern. Ganz wichtig, schauen wir mal, ob im Tank ein Benzin drin ist. Wichtig ist, er sollte da ganz voll sein, speziell bei Blechtank, weil die fangen gern zum Rosten an. Wenn wir das gemacht haben und den angefüllt haben, dann tät ich gleich dazugeben, ein sogenanntes Kraftstofferhaltungssystem, weil das verhindert das Kondensat im Tank, das heißt Wasserbindung, und tut gleich auch die Verhatzungen im Vergaser beseitigen. Und darum ist auch ganz wichtig, wenn wir das eingefüllt haben, dass wir den Motor laufen lassen, dass das gute Mittel auch in die Vergaser reinkommt, weil sonst nutzt du nämlich genau nichts. So, zum zweiten Schritt bei der Einwinterung war es ganz gut, wenn wir sich die Ketten kontrollieren, dann sprich, die Spannung von der Kette sollte dann einen guten Durchhang haben, dass nicht allzu rostig ist, die Ketten, dass die Ketten noch schön abrollt quasi. Und wenn das in Ordnung ist, dann nehmen wir das gute Mittel und sprühen die Ketten ein. Aufpassen, dass nicht zu viel am Raffen kommt. So, da. Das war es quasi einmal. Wintercheck 3. Wir dann die Raffenluft kontrollieren. Vorne wie hinten, dass wir da auf der guten Seite sind. Weil wenn das nur am Seitenständer steht, ist das vielleicht so, dass die über den Winter, die 4 Monate, geht die Luft ein bisschen verloren und dass der am der Föhn steht. Das Ventilkabel habe. Dann haben wir unser Luftdruckmanometer, wo wir ausstecken dann und kontrollieren das. Wenn es wenig ist, dann tun wir da was rein. Und wir sollten im Winter immer ein bisschen mehr dazu tun, weil die Luft ja ein bisschen ausgeht und ein bisschen was verliert sich, wenn das die ganze Zeit nicht bewegt wird. Sollte man um 2-3 Zehntel Bar mehr dazu geben. Hinten, dann kann man ruhig 3 reinfühlen und fuhren auch 2-8 oder was. Dann hat das der Raffen ganz gern. Das ist ganz gut. So, dann machen wir es auf dem Hinterrad natürlich auch, wie gesagt. Wenn es am Hauptständer steht, ist es natürlich ganz einfach. Fahren wir wieder drauf, schauen wir, wenig drinnen, Luft einfüllen und wie gesagt, ein bisschen mehr einfüllen. Ja. Da war jetzt relativ wenig drin, weil das schon lang gestanden ist. So, Einwinterungscheck, vierter Schritt. Wir schauen uns die Batterie an, das heißt, wir bauen es aus dem Motorrad, die meistens unter der Sitzbank drinnen ist. Und bauen wir es aus. Es sind immer ein paar Verbraucher drauf und die Batterie und das Motorrad rennt 4 Monate nicht. Und deswegen tun wir es auf ein System, ein Ladehalterungsgerät draufhängen. Das wird immer geladen und entladen und so ist die Batterie im Frühjahr wieder fit zum Einbauen und hat wieder genug Saft. Und natürlich auch eine längere Lebensbatterie habe ich quasi. Muss man irgendwas Spezielles aufpassen, so, wenn man es annimmt vom elektrischen an, dass man einen kurzen Minus baut oder an, sowas. Weil da kann nichts passieren. Minus. Da kann nichts passieren. Minus fährst, okay. Ja, wenn wir im Plus abnehmen täten und da auf Masse geht täten, dann das präzischen. So, da. Die Schrauberl ganz wichtig wieder rein, weil sonst sind sie im Frühjahr fort. Und dann suchen wir es. So, da. Nehmen wir das raus. So, da ist schon das gute Stück. So, da. Wie man sehen ist. Nehmen unsere 2 Klemmen. Was ganz wichtig ist, aufpassen. Wo ist Plus, Minus? Immer auf der Batterie gekennzeichnet. Minus-Anhänger, Plus-Anhänger. Und einschalten. Was sagt uns das? Die Batterie ist in Arsch. Nein,
Der fängt sich so, schon wieder. Der letzte Schritt ist jetzt das Motorrad auf, wenn möglich, einen trockenen Platz stellen, ist eh klar. Und dass das gut steht am Hauptständer. Und dann tun wir unsere Plane drüber, dass das Motorrad vor Zweck und sonstige Sachen geschützt ist. Und dann passt es schon. Zufrieden, Herr Hans? Ja, ich denke, es ist ganz okay so. So, Freunde, das war der Einwinterungscheck. Ich hoffe, es waren ein paar informative Sachen für euch dabei. Und wir sehen uns. Bis bald. Auf nach Thailand. Viert euch!